Moin liebe Freunde der Sterne und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch jetzt endlich mal wie versprochen, nämlich die sieben Geister zeigen, beziehungsweise die sieben Geisterkinder, die wo ihr nämlich dann bekommt, nachdem ihr nämlich das oder die Quest erledigt habt mit den Königsgräbern und mit den Opfergaben. Danach, wenn dann die Geister, glaube ich, hier freigeschaltet, kann sein, dass man das auch schon früher machen kann, aber ich glaube, das wird, glaube ich, erst freimütlich sein, wenn man nämlich die Quest beendet hat. Und das wollte ich euch gerne mal zeigen jetzt, wo man sie denn alle finden kann oder die sieben Positionen. Man kann auch ein bisschen Hilfestellung dafür machen und zwar man kann seinen Elementarblick benutzen. Da kann man dann sie dann sehen und wie schon bei allen Geistern, die sind nur bei Nacht da. So, und ich starte jetzt hier bei diesem Teleporter, also bei Tempel der ewigen Nacht sind sie. Und da starte ich jetzt hier, wie gesagt, bei diesem Teleporter hier. Und dann fangen wir jetzt mal an mit dem ersten Geist und mein PC macht sich auch wieder bemerkbar. So, beim ersten Geist fliegt er einfach jetzt hier geradeaus runter, also darüber, wo ich gerade hinfliege. Da befindet sich der erste Geist und da ich das ja schon gemacht habe, werde ich dann so den Geist nämlich einblenden mit einem Bild, wie er dann aussieht und beziehungsweise der Name. Und ja, und ich habe das dann mit meinen anderen Spielern zusammen gemacht. Also sie hat mir da auch ein bisschen geholfen. Also werden ihr sie auch auf dem Screenshot immer sehen, ab und zu. Nicht bei allen, aber bei der Hälfte, glaube ich zumindest, ist sie mit drauf. Das erstmal vorweg. Und wie schon erwähnt, hier ist der erste Geist. Dann geht ihr rüber, könnt ihr von hier aus nämlich rüber. Zu dem da hinten. Der befindet sich nämlich dann hier. Hier drüben ist er. Oder Siegel RS, weiß nicht. Ne? Und dann der dritte ist dann gleich in der Nähe. Müsst ihr einfach nur hier runter. Der ist hier drüben. Drinne. Falls er hier noch nicht sein sollte, müsst ihr erst hier halt jetzt das Tor aufmachen und die Kiste holen. Soll eigentlich allzu schwer sein, müsst ihr halt Nacht machen. Dann euch das Ding besorgen. Dann Tag machen. Dann hier gegen das hier mit dem Nachtding halt euch freischalten, dann entgegenhauen, öffnet sich das Tor, dann müsst ihr wieder Nacht machen, um halt den Geist zu sehen hier. Das war es, dieser Geist hier. So, zu den anderen komme ich von dieser Position nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt wieder nach oben und teleportiere mich dahin. So, jetzt kommen wir zum nächsten Geist. Da geht er nicht den gleichen Weg wie beim ersten, zum ersten auch schon, nur ein bisschen mehr nach, ein Tickchen weiter nach links. Und zwar da unten, da am Eck befindet er sich. Was muss ich kurz hier runter, ohne dass ich dabei sterbe. So, weiter runter. So. Das wäre dann hier. Hier ist dann der nächste Geist. Oder das nächste Kind, wohlgemerkt. So, und dann das gleich das vierte Geist. 1, 2, 3, 4. Der fünfte Geist. Gleich auch hier. Hier drinne. So, und jetzt kommen wir zum sechsten. Da muss ich leider wieder nach oben uns teleportieren oder mich teleportieren. So, einmal wieder von oben. Der befindet sich nämlich dann jetzt ein Tickchen weiter nach links. Zwar nicht ganz so viel, aber befindet sich hier in diesem Gang. Befindet er sich. Dann müsst ihr nämlich einmal kurz hier rüberfliegen, hier einmal runterfliegen, ohne dass ihr dabei stirbt. So wie ich fast. Und dann steht da hier unten drinne. Dann könnt ihr ihn ansprechen, anhören. Und dann geht er halt jetzt zum letzten Geist. Der ist ein bisschen versteckt. Kommt man nicht so schnell drauf, wo er ist. Deswegen einmal hier hoch, dann fliegen und einmal komplett hier ringsrum in die Spalte und oder zum Felsen rein. Und dann ist er hier drinnen. Und dann habt ihr den siebten und bekommt dann halt einen Erfolg mit Tanz der Gotteskinder. Heißt der Erfolg. Ja, und das war es dann auch soweit hier jetzt mit dem Geistern. Mit den sieben Geisterkindern. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Man sieht sich mal, so hört sich das nächste Mal. Euer Sternleser sagt ciao.